Aus Sicht der Kommissionsmehrheit ist bezüglich der steuerlichen Belastung von Mitarbeiterbeteiligung ein Handhabungsbedarf gegeben. Bestehende Regeln sind maßgeschneidert für börsenkotierte Großkonzerne, nicht aber für innovative Start-ups und für Familienbetriebe, die dadurch in der Schweiz weniger günstige Rahmenbedingungen vorfinden als in anderen Ländern. Unternehmen, die Mitarbeiteraktien ausgeben, können sich zwar mit den zuständigen kantonalen Steuerbehörden auf einen sogenannten Formelwert einigen, der als Verkehrswert gilt, dieser muss aber im Einzelfall zwischen den Unternehmen und den Steuerbehörden ausgehandelt werden. Es gibt somit einerseits aus Sicht der Kommissionsmehrheit keine Rechtssicherheit und, ich gestatte mir das hier zu sagen, andererseits, wenn dieser Formelwert dann übertroffen wird, weltweit die höchste Kapitalgewinnsteuer, denn auf dem Ertrag, der über dem Formelwert liegt, ist die volle Einkommensteuer dann geschuldet, falls ein Verkauf stattfindet.